In der heutigen Ausgabe SoloQ Unzensiert schauen wir uns den äußerst exotischen Dravenmane an. Es geht wieder los. In Fachkreisen bekannt als sehr eitles Geschöpf, macht er sich vor allem durch sein übermäßiges Selbstbewusstsein bemerkt. Du siehst halt schon wieder so gut aus, du geiler Ficker, du Mann. Jetzt wird richtig rasiert. Gerade bei Interaktionen mit anderen Lebewesen zeigt er ein äußerst markantes Verhaltensmuster. Ja, moin, Sam. Ach, moin. Ja, alles ist schon ganz schön spät, ich muss jetzt aber auch los. Ja. Wie kaum ein anderes Wesen schafft es der Dravenmane, sich in allen Lagen in den Mittelpunkt des Geschehens zu stellen. Junge, du wirst nicht glauben, was mir passiert ist. Ich habe eben Lotto gewonnen und meine Frau, die hat einfach Ja gesagt. Hast du gestern meinen Double Kill gesehen auf Level 2, Alter? Der war so insane. Der war wirklich cool, ja. Aber jetzt mal zurück, ich habe jetzt auch mein neues Auto. Junge, 500 PS, Alter, das Ding rattert einfach komplett durch. Mit den 9 hatte ich Infinity Edge. Weißt du, wie gefeedet ich war? Die hat gar keinen Spaß, die Gegner, Alter. Das war so gut. Ja, mega cool. Und ich habe jetzt auch ein Haus gekauft, ne? Wir wollen uns jetzt, Kinderplanung ist da. Ich habe jetzt auch Mamamune of Draven mal ausprobiert. Das ist wirklich ein ganz schön geiles Item, muss ich sagen. Also ich glaube, da bin ich an was ganz Großem dran jetzt aktuell, ne? Ja, mit Sicherheit. Und wir wollen auch einen Garten machen, ne, mit Pool und alles. Und es wird so cool. Ich freue mich so. Ich muss jetzt aber auch langsam in die Solution, ne? Beobachten wir nun einmal das Jagdverhalten dieses Geschöpfes, welches durch seinen ausgeprägten Tiltinstinkt eine ganz besondere Form annehmen kann. Ah, so, jetzt wird richtig schön rasiert. Aber eins fehlt doch noch. Ein wahrlich faszinierendes Geschöpf. Absolute Zerstörung ist angesagt. Na, schön auf Level 1 hier lauern auf unsere Opfer. Na, wir sind die Löwen, sie die Schafe. Oh ja. Oh ja. Ja, Flash ruhig weg. Was ist denn das hier? Was ist das denn jetzt? Science Support? Klatschen wir auch weg. Warte mal, die spielen Alistar Mitte und Science Support. Ja, das ist aber interessant. Los, Pike, mach mal was. Ich brauche ein paar Kills. Ja, fühle ich. Oh mein Gott. Ach, scheiß Science. Nee, da kann ich nicht hinterher. Das ist ganz schwierig hier. Das ist nicht so gut gelaufen an der Stelle. Das ist schon besser. Ja, ist egal. First Blood haben wir safe. Wir kommen sogar weg. Ist gar kein Problem. Er flasht. Bin tot. Nee, wir leben. Sehr gut. Dieser Schuss raus. Oh, das ist aber meiner. Ramos, das ist meiner. Willst du Last hitten? Hm? Versuch's. Ja, versuch's. Wird nix. Wird leider nix. Oh, okay, Pike, das üben wir noch. Da kann ja auch nicht jeder so ein geiler Ficker sein wie ich, bin ich ehrlich, ja. Ich hab schon wieder keinen Mana. Ist egal, ich bin Draven. Ich brauch keinen Mana. Mana ist was für Betas. Sind wir hier im Beta? Sehen wir hier irgendwo im Raum Beta? Alpha ist das einzige Schriftzeichen in diesem Raum, was akzeptiert wird. Und jetzt lass uns hier mal bitte wieder schön reinfahren. Kriegen wir das hin? Der Cyan denkt, er ist tanky, ne? Ist ja dumm. Hook einfach irgendwas. Ist so oder so free. Oder hook gar nichts. Ist auch okay. Aber was denkt der Cyan hier? Dann mache ich halt die Lane 1v2. Kenne ich doch eh nicht anders. Jetzt hook! Ja. Was? Wie hat er das jetzt überlebt? Was soll man da machen? Was soll ich sagen? Mein Team hält mich schon wieder zurück. Ja, gefällt mir. Hinterher. Cyan, hä? Hä? Was hast du zu meiner Mutter gesagt, Cyan? Ja. Die ist hübsch. Mehr nicht. Oh. Ruhig. Ah, gut. Ich werde ihn sowas von über den Haufen flashen. Oh, Cyan ist auch schon wieder da. Gut, dann, haben wir eine leichte Planänderung. Ja. Den haben wir. Mann, Jin, jetzt block doch nicht meine scheiß Ult. Lass doch mal durch. Kann nicht wahr sein.
Schon wieder so gut gespielt von mir. Und am Ende ist er tot. Okay. Der Cyan, muss ich sagen, der gefällt mir. Der kennt auch nur rein. So wie ich. Nee, das ist vielleicht doch ein bisschen zu viel. Ja, okay. Eine Chance hast du noch, Jin. Ich lass dich am Leben. Ist okay. Wie das schmeckt, habe ich gefragt. Ach du Scheiße. Jetzt ist der Jungler schon wieder da. Oder was ist das jetzt? Mann! Immer 2 gegen 3 Botlane. Kann doch nicht sein. Ey, jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen, Ramos. Hättest du mal früher realisieren sollen, dass der Nocturne der bessere Spieler ist. Und die beste Lane gankt. Ist immer so. Better Jungler wins, ganz ehrlich. Kann man sagen, was man will. Zack. Der tut ja sogar weh. Aber ich heile mich, mir egal. Ich glaube, ich kriege hier gleich einen Zug in die Fresse. Kann das sein? Thomas? Ich höre dich. Wo ist der Cyan? Wo ist er? Da ist er. Guten Morgen. Nee. Nee, Mann. Hallo? Pike? Wo ist er denn? Ich werde schon wieder nur verkauft hier. Wenn mein Team nicht um mich rumspielt, dann ist mir das auch egal. Dann renne ich jetzt halt runter. So, die müssen auch mal lernen. Wenn Draven... Bruder, du bist eine scheiß Kuh. Ja, ult ruhig. Oh, ich krieg keinen Schaden. Ich habe R gedrückt. Starker Champ. Geiles Design, wirklich. Deinen Eutersaft gönne ich mir nachher, nehme ich noch. Okay, das hat sich jetzt falsch angehört. Ja, Alistair, du hast keine Ult mehr. Ist dir das bewusst? Ist dir das bewusst, Alistair, ja? Hä? Er hat ja auch schon wieder komplett gesoffen. So, wir haben Flash auch wieder ready. Das heißt, jetzt kann wirklich kommen, wer will. Wir werden die sowas von outplayen. Das ist wirklich... Das, also, die Montage-Musik ist im Hinterkopf schon an. Was die jetzt gleich kassieren werden. Oh, oh, oh. Das wissen die selber noch gar nicht. Das ist ja absolut krank, was die gleich kassieren werden. Guck mal hier. Jetzt hat er schon wieder Ult, oder was? Meine Güte. Und Nocturne. Ja, komm noch her, Nocturne. Hä? Was willst du? Was willst du, Nocturne? Ich hab dich was gefragt. Komm gefälligst her. Ja, das war jetzt... Weiß ich auch nicht, was da jetzt gerade passiert ist. Beruhig dich, Jin. Ich habe keinen Mana für Ult! Habe ich. Habe ich. Ist kein Problem. Junge, das war so clean gespielt schon wieder. Ich weiß auch nicht, wie ich die Gegner hier schon wieder hops nehme. Das ist ja absolut lächerlich. Ja, ich meine, das Early Game lief natürlich so, wie es alle erwartet haben. Wir haben komplett durchgestompt an Midlaners vom Vituda, der Nocturne. Der dachte, der kann da mit seiner Ult irgendwas reißen. Aber ganz ehrlich, also, ja, ich weiß auch nicht, was er sich da gedacht hat. Das war natürlich absolute Katastrophe und ja, insgesamt wirklich einfach eine cleane Nummer, kann man nicht anders sagen, ne? Aber bei diesem Botlane-Play hast du ganz schön reingeintet, oder? Was soll denn das jetzt? Hast du mal gesehen, was mein Supporter da gemacht hat? Der war komplett AFK unterm Turret. So ganz ehrlich, muss ich mir hier nicht bieten lassen. Bester Draven auf dem Server und dann sowas. Nee. Aber der Alistair hat für meinen Geschmack immer noch zu dicke Euter. Guckt euch das doch mal an. Wie der spielt. Was ist denn das? Hab mal ein bisschen Respekt. Ich kriege eh gleich den nächsten Nocturne Small. Nee, Nocturne ist Botlane. Ja, geil. Mitte durch hier. Let's go. Wir machen Ende. Kann man sich ja nicht mehr antun, die Scheiße hier. Lass uns die Gegner erlösen. Die sind doch am Leiden. Wir machen ja gar nichts mehr. Komm her. Ah, haha. Dachte, er kommt weg hier mit seinem Joni, Schmoni, Beschoni, Verfloni, Double Kill. So, weiter geht's. Rein in die Masse hier. Ja, ja. Wo ist mein Damage? Was soll das denn jetzt schon wieder? Komm her, du fette Kuh. Ja, dachtest du, kannst mich killen, ne? Ach, du Scheiße. Wir haben ein Problem. Ne, wir haben kein Problem. Wir sind Drave. Natürlich haben wir kein Problem. Wir heilen uns einfach hier. Ja, aber das ist, glaube ich, ein taktischer Rückzug kurz. Also wirklich auch nur so ein strategisches Ding. Wir werden gleich wieder angreifen. Ah, sehr schön. Maybe. Gefällt mir. Ah, aua. Nee, nee. Kann man auch mal tanken, den Turret Katarina, ne? Jetzt finisht die aber nicht ohne mich, ne?
Ey, ich will noch mit aufs Bild. Halt! Minions, stopp! Jetzt macht hier nicht ohne mich Ende. Ich bin noch auf dem Weg. Ich laufe. Ich eile. Ja, genau. Ja, ja, sterbt du. Ohne mich seid ihr nämlich gar nichts. Ja, na gut, ich gebe euch meine Ult. Ja, ich bin ja. So bin ich zu euch. So bin ich zu euch. Wo ist mein Ult? Da. Erster. Wie kein Kill. Wie jetzt kein Kill? Scheiße, noch komisch. Und aufs Bild komme ich auch nicht mehr, oder was? Aber ist ein Win. Ist okay. Ich carry euch gerne, Team. Ist kein Problem. Danke. Ich bin raus. PayPal habt ihr. Na? Tschüss. Ja, meiner Meinung nach sind Draven Mains natürlich Spieler, die mechanisch sehr viel drauf haben müssen. Ne? Man hat keinen richtigen Escape, man muss auch immer wieder schauen, wo die Äxte sind. Allerdings sind das alles abgehobene die einfach nur denken, dass sie die Besten sind. Quasi die volle Verkörperung ihres Charakters. Klar, man ist ganz praktisch im Midgame, das funktioniert auf jeden Fall, aber es sind die einfach nur sind. Wie kaum ein anderes Wesen schafft der Draven Ficken. Warum ist es dieser Satz?